Heute ist Sonntag, der 11.12.2016. In der letzten Woche gab es in Berlin drei tödliche Verkehrsunfälle. In der Knobelsdorffstraße in Charlottenburg überrollte der Fahrer eines Kipplasters eine Radfahrerin. Der Fahrer des LKW, 50 Jahre alt, die Radfahrerin 52 Jahre alt. Sie hätten Geschwister sein können. In Oberschöneweide in der Edisonstraße überrollte ein LKW eine Fußgängerin. Der LKW-Fahrer hatte die Frau beim Anfahren übersehen. Ein Alter 56. Das Alter der verstorbenen Frau 85. Sie hätte seine Mutter sein können. In Weißensee in der Hansastraße tötete die Tram einen Fußgänger. Der Straßenbahnfahrer der M4, 56 Jahre. Er erlitt einen Schock. Der tödlich verletzte Fußgänger, 50 Jahre. Er hätte sein jüngerer Bruder sein können. Für diese drei Verkehrstoten der letzten Woche in Berlin habe ich die drei Kerzen angezündet.